Hallöchen, meine Hübschen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Aufnahmeversuch, sage ich jetzt mal, von Call of Duty World War II. Ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, dass wir hier ein paar kleine Problemchen haben mit dem Aufnehmen. Ich versuch's jetzt nochmal. Wir mussten jetzt auch mal so testweise leider die Grafik ein kleinen Ticken runterschrauben. Aber ich hoffe, es wird jetzt nicht so sehr jetzt eure Lust drauf beeinträchtigen, das weiterzuschauen. Wie ihr seht, habe ich schon weiter gespielt. Es gehörte alles noch zur Aufnahme, es ist aber leider wieder komplett abgestürzt. Muss ich wieder hier anfangen? Entschuldigung. Muss ich leider Gottes wieder hier anfangen. Aber na gut, ich probiere es jetzt nochmal aus. Und wir werden ja sehen, wie es diesmal läuft. 26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Tja, wie ich gerade mitbekommen habe, ist der Ton wieder, ja, beim Vorlesen von den jungen Mann wieder sehr bescheiden. Ich hoffe, es bleibt nur dabei und, ja, wir werden sehen. Ich hoffe, es funktioniert. Dann wollen wir mal loslegen. Nein, leider Gottes müssen wir neu starten. Und natürlich, ja, ich werde auf einfach bleiben. Ich werde auf einfach bleiben. Albtraum, Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Ruh du dich aus. Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich hab die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir, ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens, passt der heilige Michael auf uns auf. Also gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Brad, er schießt ihn! Ich versuch's! Schneller! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Truppe auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus! Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nicht, Styles! Es schwingt ein goldener Schwert! Los jetzt! Ich glaube, er mag Juhu. Dich! Juhu! Ja, er mag dich bestimmt! Entschuldigung, dass ich gerade lachen musste, aber die Stimme von dem großen Bruder, die ist ja mal sowas von geil! Leute, da ist eine Granate! Seid ihr dem Wort nicht... Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich das überhaupt wieder kann hier. Ist schon wieder... Schon wieder so... Ich müsste mich mal ducken. Vielleicht bringt das ja mal was, ne? So. Ach so, was ich auch vergessen habe zu sagen... Oh Gott. Dass, ich jetzt auch nicht mehr am Stück aufnehme, sicherheitshalber. Ich werde jetzt... Diese Folge kommt halt dieses Teil von der Kampagne, also die Festung... In der nächsten Folge dann das nächste Stück und immer so weiter. Kann jetzt halt sein, dass die Folgen unterschiedlich lang sind, dass jetzt zum Beispiel diese vielleicht ein bisschen länger ist, die nächste wieder kürzer und... Ja, ist aber besser, als wenn gar nichts rauskommt, bin ich der Meinung. Ist jetzt nur, dass ihr Bescheid wisst. Hoppala. Ja, wo muss ich denn hin? Ach, hier. Alles klar. Hallo? Ach, da hinten sind sie ja. Wir
Werfe eine Granate! Granate! Aua, aua, aua! Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Muss ich hier rein? Ah, hier muss ich rein. Ah, ich krieg die ganze Zeit hier auf die Nase hier, aber volles Fund. Hilfe! Hallo? Ach, hier, der hier oben. Der tut mir volle Kanne weh, weißt du? Wo konnte ich mich noch... Ah, hier. Verbandskasten, wo? Zusmann! Zusmann! Komm her! Gib's her! Danke! Ist ein wahrer Freund, der Typ. Das reicht aber hier langsam. Oh, scheiße. Ich bräuchte eine neue Waffe. Hallo? Hallo? Ah, hier. Ach du je. Ja, mal gucken. So. Weg damit! Oh, verdammt! So, jetzt aber. Mensch, reicht aber langsam. So, wo muss ich jetzt hin? Oh, was ist denn das für eine? Ach, die ist es wieder, gut. Was? Weg damit! So. Ja, ja, wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Immer mit der Ruhe. Bleibt chillig. Gibt dann Mittag. Ah, ich krieg den einfach nicht klein, den kleinen Scheißer da hinten. Nee, gibt's nicht. Ach, nö. Warum? Wen soll ich wohin ziehen? Was? Wo denn? Wo ist denn einer? Hallo? Er wollte mich verarschen. Hier ist gar kein Verletzter. Leute, ist jetzt keine Zeit für April-Scherze. Das ist jetzt sehr unangebracht. Ich glaube, es geht los. Oh, da ist noch einer. Vergiss es. Ey, da hockt sich der Nächste. Hä? Was war das? Oh! 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 Kommen die denn immer alle her? Das ist ja schlimm. Achso, okay. Mach ich. Ich bin aber fast tot, Chef. Was mache ich denn dann? Eieiei. Eieiei. Alter. Weg mit euch. Push, push, push. Push. War's das jetzt? Ui. Fällt die ganze Wand runter. Oh, das war's wohl. Ja, Daniels brauchen Verbandskasten. Wo denn? Ja, ja, ich komme ja schon. Verstanden, hier rüber damit. Moment, Moment, Moment. So. Bleibt mal ganz geschmeidig, Leute. Mit Stress wird das auch nichts. So, bitteschön. Tür offen. Wo sind Sie hin? Oh Gottes Willen. Was war das denn? Alter, Zussmann. Aufstocken, bevor wir zum Turm gehen. Was ist denn mit dir los? Du hast dich gerade angehört, ey. Bist du besessen? Wir müssen einen Exorzismus durchführen. Mit dem stimmt was nicht. Scheiße! Och nö. Alter, wo kommen die denn immer alle her? Das ist ja grauenhaft. Die kommen immer aus den Ecken gekrochen. Mit denen rechnet man noch gar nicht. Was? Komm schon. Hallo? Jetzt aber reicht's langsam. Also sowas. Och ja, klar. Ja, na klar. Ich glaube, es geht los. Der spielt auch noch mit dem Feuer.
Der zündet die Kirche an. Wie kann der es wagen? Geht's eigentlich noch? Er kann doch nicht einfach die Kirche anzünden. Was soll ich machen? Ich höre kein Wort. Ich verstehe den immer so schlecht. Weil das ganze Geballer hier ist immer so laut und er ist auch immer so leise. Ich treffe die einfach nicht. Weil der hier wieder wackelt wie so ein... Aua. Au, au, au. Ach, jetzt wackelt der wieder so. Jetzt halt doch mal Stelle beim Zielen, Junge. Kannst du doch nicht bringen, Junge. Mann, Mann, Mann. Muss nachladen. Ach hier. Ist doch was. So. Ach Gott. Wo denn? Da hinten. Was das jetzt? Leute? Leute? Aber ihr ballert doch nirgendwo hin. Was ist denn los? Jetzt hockt er jetzt wirklich hier und... Ja, ich geh mal, ne? Ich geh mal hin. Ich guck mal, Chefchen. Wird alles gut. Auf die Flanke achten! Auch in Deckung! Hä, welche Flanke? Was? Worauf soll ich achten? Ach, da ist ja noch einer. War's das? War's das jetzt? Oh, Verbandskasten, sehr gut. Ja. Herrschaftszeiten. Ach, das war's. Wegen dem einen seid ihr... Junge, Junge. So. Ich geh mal, ne? Ich mach mal Tür auf. Bewege mich zur Tür. Leute, schießen unsere Jäger ab. Sassman, Aiello, brauchst du auch die Kanonen zerstören? Ja, Sergeant. Daniel, Stiles, mitkommen. Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer. Bin froh, dass du da oben aufpasst. Kein Druck. Keine Sorge, ich geb dir Deckung. Hoffentlich. Die beiden, ey. Dann wollen wir mal. Alle Mann die Treppe auf. Bewegung. Jawohl, Chef. Geht los. Geht los! Wieso, was ist denn jetzt? Ach so, okay. Die hat hoffentlich keine Höhenangst. Würde das was ändern? Ach Quatsch, ich doch nicht. So. Oh, ich glaube, ich muss gleich husten. Leicht ein Kratzen im Hals. Momentchen. So, da bin ich wieder. Ach so, ach das, ach Gott. Ach da, so. Gut gemacht, Daniel. So. Scheiße, daneben. Scheiße, daneben. Ach Mist. So. So. Die kriegen wir alle weg. Ich lasse nicht zu, dass meinem Kumpel was passiert. Flüscht es. Niemals! Niemals! Bin doch schon dabei. Auf die Fenster achten. Ach da. Deutsche linke Flanke. Da ist noch eine Flagge auf dem Hof. Och nö. Im Auge behalten. Wir sind in der Nähe. Was? Er ist verwundet. Sie haben. Was? Feuer! Ja, ja, Momentchen, Momentchen. Bleiben Sie geschmeidig. Da ist ja noch einer. Ich sehe die immer so schlecht. Ja! Geschafft! Sassman! Du bist der Größte! Och nö, ey. Leute. Bin doch schon dabei. Was das? So. Ja, ja, ich bin dabei. Bleiben Sie mal ganz ruhig, Chef. Ich mach das schon. Hab einen. War's das? Waren das alle? Sie kommen den Flachs näher. Ach, da sind ja auch welche. Ja, ja, ich hab schon gesehen, dass sie da sind. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ach, Mist. Verdammt. So, jetzt aber. Ach.
Junge, Junge. Oh Gott. So viele. Das kann doch nicht sein. Sussman. Nein. Ach, da ist mal einer. Treff steht jetzt auch so, oder? Nee. Das wird nicht, da wacke ich zu sehr. Wo denn? Wo sind sie denn? Ach da, Gottes Willen. Ja, verdammt. Sussman. Mach keinen Scheiß, Sussman. Oh Gott. Oh. Sehr gut. Geht los. Achso, das sind beide. Ups, habe ich jetzt einen Kumpel von mir erschossen. Hoppala. Ich war das nicht. Das war die. Ich war's nicht. Ohne Scheiß. Hab ich jetzt echt einen von uns erschossen? Oh. Oh. Oh, was? Oh. Oh nein. Ja. Aua. Oh Gott. Ach du. Hä? Ich bin tot. Warum? Was? Warum bin ich tot? Hä? Was war das? Ja. Aua. Oh Gott, das will. Nein. Oh, ach nee. Ah, das gibt eine Narbe. Oh nein. Nein. Oh nein. Ach du Scheiße. Ah, was war das? F? Oh Gott. Das ist so. Ich hasse sowas. Ja, ich komm ja schon. So. Ei. Entschuldigung, Kratz im Hals. Wie immer. Och nö. Halt dich fest. Ach. Oh. Das tut weh. Ach nee. Au. Och nö, das gibt eine Beule. Ach nö. Ah. Ach so, ich muss ja was. Ach du Scheiße. Beinahe verpennt. Ach nee. Ah. Ja, ich komme. Mir geht's gut. Ich hab nur bestimmt 50 Kilo auf die Knie gekriegt, aber ach du je. Ja. Bin schon hier. Ach du je. Oh. Eieiei. Oh. Geschafft. Gerade so. Habe ich vielleicht Flügel, Private? Nein, Sergeant. Ich bin ja auch nicht Ihr verdammter Schutzengel. Scheiße. Ich habe da drin zwei Männer verloren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese Kanonen zerstören. Ach du je. Ach nö. Ich kann das nicht mit der Waffe. Das ist nicht so gut. Ja, Chef. Ich gebe mir Mühe. Ja, aber sie haben mir eine scheiß Waffe gegeben, Chef. Also für mich ist die jedenfalls scheiße. Was soll ich machen? Irgendwas mit was? Ach, hier, das Ding. Ach, sagen Sie es doch gleich. Tun Sie nicht. Ja. Aua. Chef hier, die tun mir weh. Das ist nicht gut, was die da machen, Chef. Brand! Aua. Gott! Ihr sollt brennen! Gibt's das? Die wollen einfach nicht brennen. Chef, sag mal was. Junge. Oh, alle. Chefchen ist Alete. Und du? Gib mal her, das Ding. Gib mal her. Uiuiui. Jetzt habe ich auf einmal eine andere Waffe. Wo habe ich die her?
Ah, komm schon. Okay, fall. Oh. Ah. Gibt's ja nicht. So. Geschafft? War's das? Ah, ach so, alles klar. Wird gemacht, Chef. Ja. Hoffentlich war es jetzt auch richtig da. Nicht, dass ich es falsch platziert habe. Jawohl. Geht sofort los. Ja, mach ich doch. Mach ich doch. Nicht schimpfen. Nicht schimpfen. Oh Gott. Aua, 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 oh Gott. Oh, das pfeift doch in den Ohren. Oh Gottchen. Eieiei. Oh. Das tut doch weh, Leute. Oh. Ja, Sussman. Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Oh. Er ist voll der Arsch. Wenn wir Mittlers Kopf auf dem Silbertablett bringen, meckert er doch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Wir haben Marigny erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. Tja, das müssen wir wohl. Der ist ja nie zufrieden, der Mann. Nie zufrieden. Es ist ja grauenhaft. Mann, Mann, Mann. Hallo? Lade? Bildschirm? Ah, jetzt. Okay. Damit hätten wir die Festung jetzt durch. Also wie gesagt, diese Folge nur die Kampagne, die machen wir erst in der nächsten Folge. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn es alles so gut klappt, wie ich es mir vorstelle. Bis dann!